Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder etwas ganz Besonderes für euch, denn ich habe mal wieder einen neuen Controller. Einer der ersten neuen Controller für die Next-Gen-Konsolen und zwar für die Xbox Series X oder Xbox Series S. Der Razer Wolverine V2 Controller. Ich habe den jetzt, glaube ich, schon 2 Wochen hier liegen und mache jetzt dieses Video und ich hoffe, dieses Video wird auch bald online gehen, denn ich habe sehr viel vorproduziert, Freunde. Deswegen, ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Wir werden das Ganze auf jeden Fall testen und zwar direkt nach dem Intro. Bevor wir loslegen und das Ganze auspacken, habe ich jetzt mal noch eine kurze Frage an euch, denn viele von euch haben mir auch geschrieben, Raton, du brauchst mal unbedingt ein Unboxing-Messer, denn ich habe die ganze Zeit so ein Teppichmesser von Würth, ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so, ich habe das Ding einfach da gehabt und nutze das immer zum Aufschneiden. Wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, Freunde, schickt mir das gerne per Instagram einmal als Direktnachricht, ein paar Links einfach zukommen lassen oder wie auch immer ein paar Fotos, wo ich ein cooles Unboxing-Messer einfach herbekommen könnte. Ansonsten machen wir das Ganze jetzt aber auf, wir schauen uns erstmal die Verpackung an, wir haben hier vorne den Controller abgebildet und ihr seht es auch schon mit diesen grünen Akzenten, so wie wir es von der Xbox Series X auch kennen. Sieht schon mal an sich auf den ersten Blick wirklich sehr cool aus. Wie der letztendlich dann in der Hand liegt und wie gut sich alles andere anfühlt, das werden wir gleich erfahren. Auf der Rückseite dann auch nochmal ein paar Informationen, die ich mir noch gar nicht durchgelesen habe. Natürlich hier unten Audioeingang, was wir haben, die Knöpfe, mechanische Tasten, dann irgendein Grip, den wir hier noch haben. Und ich glaube, wir haben sogar eine Trigger-Stop-Funktion, Trigger-Stop-Switches auch. Also letztendlich alles, was man braucht. Sogar eine Scuff-Funktion. Zwar nicht so, wie wir es kennen, aber ich zeige euch das Ganze einfach mal. Ich bin mega gespannt. Wie gesagt, der erste, allererste Controller für die Next-Gen-Konsolen. Und ich bin auch vor allem gespannt, was in der Zukunft noch alles folgen wird. Das ist jetzt kabelgebunden, was ich persönlich nicht so schlimm finde, denn ich habe meistens meine Konsolen sowieso hier an meinem Gaming-Setup direkt am PC auch mit dabei und an meinen Monitoren angeschlossen, sodass ich halt direkt hier vorne sitzen kann und mit dem Controller zocken kann und nicht irgendwie meterlange Kabel brauche. Aber wir schauen uns auch nochmal an, wie lang das Kabel hier ist. Ich hoffe, das steht auch irgendwo vielleicht noch drauf. Wenn nicht, versuche ich euch das auf jeden Fall nochmal ungefähr nachzumessen. So, wir packen jetzt erstmal aus. Hier haben wir den Controller schon vor uns liegen. Was haben wir hier? Hier ist das Kabel. Aha, okay, das Kabel einmal. Das ist nicht ganz separat, wie es ausschaut. Schauen wir mal. So, hier einmal. Und ansonsten, außer einer Bedienungsanleitung, haben wir hier nichts. Und ein paar Razer-Sticker. Die dürfen nicht fehlen. Ein paar Razer-Sticker sind auch noch am Start. Aber ansonsten haben wir nichts. Letztendlich brauchen wir das auch nicht. Die Verpackung kann erstmal weg. Und wir schauen uns jetzt den Controller mal genauer an. Hier ist der Controller, Freunde. Wir haben ein Kabel, was schon mal ziemlich lang aussieht. Das Kabel ist auf jeden Fall nicht ummantelt, sondern einfach nur ganz normal, so wie man es kennt. Leider nicht irgendwie nochmal mit Stoff ummantelt, so wie es eigentlich schon ein bisschen hochwertiger sich anfühlt. Aber, was ich jetzt persönlich finde, wir haben hier diese Griffschalen, seht ihr das? Und der Controller liegt unnormal gut in meinen riesengroßen Händen, muss ich sagen. Also wirklich, ich hole mal nochmal den Xbox-Controller, den neuen. Den haben wir hier ein bisschen verstaubt. Der liegt zwar auch mega gut in der Hand, aber ich finde, der hier, dadurch, dass er diese dickere Wölbung hier hat, ne, seht ihr das? Der Controller ist auch viel, viel kleiner, so auf den ersten Blick. Zumindest was die Länge angeht. Hier ist er auf jeden Fall um einiges kürzer, aber diese Dicke hier, finde ich, es fühlt sich richtig gut an einfach. Wirklich richtig, richtig gut. Wir haben die Thumbsticks, die sind auf jeden Fall auch dicker als bei dem Xbox-Controller. Wobei ich sagen muss, die beim Xbox-Controller gefallen mir generell eigentlich sehr, sehr gut. Besser auch als die beim PlayStation-Controller, die Thumbsticks. Also nur diese Dinger hier, weil einfach die Finger viel besser, die Daumen da viel, viel besser drauf liegen. Und ich mag das auch, wenn es ein bisschen kleiner ist, anstatt so riesengroß, ja. Das ist der Xbox-Controller, wie gesagt, der neue. Und das der Razer Wolverine V2. Wir haben natürlich alle Knöpfe, die wir brauchen, die auch auf dem neuen Controller drauf sind. Wie auch dieser Share-Button, den wir ja jetzt hier in der Mitte mit haben. Der ist hier auch. Dann haben wir hier noch eine Taste. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zum Muten ist oder wofür der genau geeignet ist. Denn die Xbox-Taste haben wir hier oben. Mechanische Tasten, die man auf jeden Fall auch sehr gut raushört. Ich finde, die klicken nicht zu laut, aber auch nicht zu leise. Bei dem Xbox-Controller haben wir das zum Beispiel nicht. Dann hier oben, auch mechanisch, die Trigger natürlich nicht. Und dann jetzt kommen wir zu der Scuff-Funktion, denn die haben wir hier letztendlich noch mit am Start.
zwei weitere Tasten. Ich persönlich finde das nicht so optimal. Also mir hätte es wirklich besser gefallen, wenn die hier unten mit am Start gewesen wären. Weil ihr kennt es ja, man nutzt ja eigentlich diese Trigger-Stops, beziehungsweise nicht die Trigger-Stops, sondern diese Scuff-Funktion, diese zusätzlichen Pedals hinten oder Knöpfe. Meistens für Ego-Shooter. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, für was ihr das sonst noch für realistisch oder für gut empfindet einfach. Aber ich finde, für Ego-Shooter macht das halt am meisten Sinn. Und was macht man bei Ego-Shootern? Meistens hat man da halt Springen und Ducken drauf. Und wenn wir jetzt beim Springen schießen wollen, wenn wir diese Pedals hinten drücken, dann können wir ja mit dem Mittelfinger quasi schießen. Ich zeige euch mal, ich habe nämlich hier auch nochmal einen PlayStation 5 Controller als Scuff, den ich selbst umgebaut habe. Ja, das seht ihr hier. Dann kann ich quasi hier springen und gleichzeitig immer noch schießen und zielen, ohne dass ich meinen Finger irgendwie wegnehmen muss oder ohne dass ich auch mein Aim verlassen muss, um auf Springen zu drücken, sondern ich mache das einfach mit dem Mittelfinger hinten. So, was passiert jetzt aber, wenn wir das quasi mit diesem Controller machen? Wenn ich jetzt damit springen wollen würde, dann müsste ich dennoch aufhören zu schießen, ja? Oder wenn ich jetzt nachladen will oder so, dann kann ich das zwar machen, während ich laufe, und muss diesen Stick nicht loslassen, während ich laufe einfach, und kann dann quasi nachladen, eine andere Taste betätigen, aber eben dieses, was eigentlich Sinn macht, dieses Wegspringen oder Wegrutschen und dabei schießen, das funktioniert halt leider nicht, weil wir einfach den Mittelfinger verlassen müssen. So, ansonsten vielleicht, wenn irgendeiner anders spielen kann mit seinen Fingern irgendwie so, dann ist das vielleicht noch möglich, oder irgendwie mit den Mittelfingern schießt und da dann drückt, vielleicht, aber ich weiß nicht, ob wirklich so irgendeiner zocken kann. Letztendlich finde ich den Controller aber sehr, sehr cool gemacht. Wir haben hier auch diesen Grip, der mir sehr gut gefällt, und auch allein diese Optik. Ja, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich finde die Optik für einen Xbox-Controller richtig krass, und selbst Xbox hätte das eigentlich mit einbauen können. So grüne Akzente oder wie auch immer, das sieht wirklich richtig, richtig schön aus, finde ich. Die ganzen Knöpfe, es fühlt sich alles hochwertig an. Ach, sogar hier haben wir auch mechanische Tasten im Steuerkreuz, auch richtig cool. Und jetzt halt die Trigger-Stop-Funktion, ja. Wir haben ja hier die Möglichkeit, das Ganze komplett runterzudrücken. Oder halt für Ego-Shooter, dann schieben wir diesen Riegel einfach auf die andere Seite und dann geht er nur noch ein Stück runter und wir können halt direkt da schießen. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, vielleicht auch nicht, ganz, ganz früher war nämlich das Schießen immer auf diesen oberen Tasten, auf LB und RB oder auf der PlayStation halt auf L1 und R1. Irgendwann hat sich das einfach geändert und dann haben die das nach hinten verschoben auf R2 und L2 oder halt auf, wie es Xbox nennt, LT und RT. Keine Ahnung warum. Dafür gibt es jetzt Trigger-Stops. Man kann natürlich einfach auch die Funktion switchen im Menü von der PlayStation oder von der Xbox. Dann hat man diese Probleme auch nicht. Und viele von euch machen das wahrscheinlich auch so. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber Trigger-Stops sind auf jeden Fall auch eine richtig coole Funktion, um dass wir halt eben, ihr seht es, guck mal, das geht bis hierhin. Mache ich das jetzt weg, geht es nochmal ein Stück runter. Ja, ihr habt es hoffentlich gesehen. So, runter und dann geht es nochmal ein Stück runter. Für Autorennspiele macht man es dann raus, damit man ordentlich Gas geben kann oder ordentlich bremsen kann, damit man halt nicht irgendwie Vollgas geben muss oder so. Dann könnt ihr langsam drücken, aber für Ego-Shooter dann einfach die Trigger-Stops aktivieren und man kann direkt loslegen. Ich würde sagen, ich schließe das Ganze jetzt nochmal ganz kurz an, teste das nochmal auf der Xbox und dann gebe ich euch mal ein kleines Feedback, wie gut sich das letztendlich spielen lässt. Wobei ich auch sagen muss, dass ich ein absoluter Noob geworden bin auf dem Controller, seit ich auf dem PC spiele. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier einmal in Cyberpunk drinne und ich muss sagen, ich spiele gerade auch schon mit dem Controller so ein bisschen, habe auch schon gerade ein bisschen gespielt, bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet habe. Ich finde letztendlich, dass das schon ziemlich nice funktioniert. Leider leckt halt das ganze Game gefühlt auf der Xbox noch, leider, leider. Aber es ist auf jeden Fall, cool. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben die Taste drücke, dann seht ihr, dann springen wir auch. Da ist ja jetzt aktuell gerade A drauf und hier ist X drauf. Also nicht B für ducken, sondern X. Aber an sich, es fühlt, die Thumbsticks fühlen sich gut an, wenn ich jetzt hier eine Waffe ziehe und einfach mal wahllos hier rumschieße, denn ich spiele eigentlich auf dem PC und deswegen ist es mir auch komplett egal, das allererste Mal, dass ich jemanden angeschossen habe, ja. Aber es funktioniert richtig gut. Wie kann ich nochmal die Waffe wechseln? Da, da ist irgendeine Drohne. Also, erwartet nicht viel von mir. Ich bin generell nicht so... Digga, what the fuck? Also, dass die mich nicht kriegen, ich die aber auch nicht, ist schon Wahnsinn. So, naja. Ich habe euch gesagt, dass ich nicht gut auf dem Controller bin. Aber letztendlich,
Ich habe ja schon mal früher sehr aktiv auf den Konsolen immer gespielt, auch Ego-Shooter und so mit Controller. Ich sage euch, wie es ist, Freunde, es ist echt so, wenn ihr lange auf dem PC gespielt habt, verlernt ihr das. Ist kein Witz. Etwas, was man sehr, sehr gut konnte, verlernt ihr irgendwann. Aber ich muss sagen, es fühlt sich ziemlich nice an. Der Controller ist wirklich richtig gut. Ich weiß leider nicht gerade aus dem Kopf, was er kostet. Ich werde ihn verlinken. Ihr könnt gerne nochmal in der Videobeschreibung schauen, was der kostet. Ich glaube mal, wahrscheinlich so um die 100 Euro rum wird er auf jeden Fall kosten. Ist nicht ganz günstig. Aber es ist ein richtig schicker, guter Controller mit Trigger-Stop-Funktion, mit zusätzlichen Tasten, wenn man die gebrauchen kann. Und es lässt sich auch gut spielen. Also ich merke da auch kaum Unterschied jetzt irgendwie zu dem originalen Xbox-Controller, was auch immer sehr wichtig ist, was die Thumbsticks angeht. Was jetzt auch noch ganz wichtig ist, was ich euch noch nicht gezeigt habe am Anfang des Videos, wir haben hier bei diesem Kabel noch einen Stolperschutz. Was heißt das? Das heißt, wenn wir diese Stelle an die Xbox angeschlossen haben und irgendwie mal mit unseren Füßen oder was weiß ich, die Mutter geht saugen, die Frau läuft vorbei, die Freundin oder wie auch immer, knallt gegen das Kabel, was passiert? Das Ding geht ab. Ja, das heißt, wir haben hier einen Stolperschutz und dementsprechend kann es nicht passieren, dass ihr irgendwie eure Konsole mit runterreißt oder wie auch immer, sondern es geht vorher wirklich, dieser Stolperschutz geht raus. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man nicht ausreichend Länge vom Kabel hat. Ich habe das Kabel so ungefähr mal nachgemessen. Das müssten 3 Meter sein. Ja, 3 Meter Kabellänge, wenn ihr also nicht genügend... Wenn es euch nicht ausreicht, sagen wir mal so, ja, wenn die Länge euch nicht ausreicht, dann holt euch das nicht, weil dann könnte es eher passieren, dass immer wieder das Kabel irgendwie abreißt oder wie auch immer. Das heißt, je nachdem, wenn ihr irgendwie im Wohnzimmer zocken solltet oder keine Ahnung, wo ihr zockt und das Kabel euch zu kurz sind, ist 3 Meter, dann ist dieser Controller auf jeden Fall nichts für euch. Aber an sich, Stolperschutz wirklich sehr, sehr cool und... was ich halt auch cool finde, sind wie gesagt diese ganzen Funktionen, das habe ich ja eben gerade schon erwähnt gehabt, was wir haben, die ganzen mechanischen Tasten und so weiter. Also dieser Controller wirkt nochmal viel hochwertiger als der Xbox-Controller. Allerdings leider kabelgebunden, ja. Viele von euch mögen das nicht. Ich persönlich muss sagen, bei einem Controller muss das auch nicht unbedingt sein. Man kann die Akkus wechseln oder man kann einen Controller aufladen, man holt sich einen zweiten Controller. Beim Xbox-Controller ist sogar der Vorteil, ihr könnt halt, ihr habt Batterien. Ist vielleicht dem einen oder anderen nicht mehr ganz zeitgerecht. Allerdings ist es schon Vorteil, wenn ihr zum Beispiel aufladbare Akkus habt oder Batterien habt, dann könnt ihr die einfach austauschen immer wieder und dann ladet ihr die anderen auf und könnt direkt weitermachen und ihr müsst euch nicht irgendwie für 70 Euro, 60, 70 Euro nochmal einen neuen Controller kaufen. Letztendlich war es das, Freunde, wenn euch dieser Controller interessiert. Mein Fazit ist auf jeden Fall, wenn es nicht kabelgebunden wäre, dann richtig krass und wenn wir die Pedals hinten hätten. Aber wer damit was anfangen kann und ich würde wahrscheinlich auch sehr, sehr... gerne oder lieber mit diesem Controller zocken als mit diesem hier, weil der einfach viel, viel hochwertiger wirkt und diese ganzen mechanischen Tasten, es macht schon was aus. Wer Interesse hat, Freunde, schaut in die Videobeschreibung vorbei, da ist das Ganze verlinkt, Amazon-Link wahrscheinlich. Wenn ihr euch das kauft, supportet ihr mich natürlich auch dementsprechend, also könnt ihr da auf jeden Fall auch ein bisschen gönnen, Freunde. Ansonsten war es das auch schon wieder mit dem Video. Falls das Video euch gefallen hat, lasst diesem Video einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und ansonsten bin ich raus, Freunde, wir sehen uns schon ganz bald wieder. Euer Ratun, Peace!